Moin Leute, was geht da? Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zurück zu meinem Video. Heute möchte ich über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was früher bei mir passiert ist. Traurige Story. Sorry, also ich bin ja 25 Jahre alt und als ich 13, 14 war ungefähr, waren meine Geschwister und ich früher sehr oft Fußball spielen und da haben wir so auch andere Leute kennengelernt und da war halt so ein Junge dabei. Wir nennen die Person X. So, die Person X war ja 2 Jahre älter als wir, so der wurde von jedem von uns bewundert, weil er richtig krasse Styles hatte. Also mit dem Fußball, er konnte richtig gut dribbeln, schießen. Er war mega schnell, er war von uns, also von uns, unserer Clique, mega beliebt. So klar, so wir waren 2 Jahre jünger als der, so einige von uns sogar 3 Jahre. So wir haben den wie einen großen Bruder respektiert, so vor allem mein Bruder. Also mein Bruder ist ja für uns auch so eine Respektsperson. Und er wurde von meinem Bruder respektiert, mein Bruder hat ihn respektiert. Ja, und dann sind die Monate, Jahre vergangen, bis zu dem Punkt, dass ich meine Ausbildung damals angefangen habe, im Bahnhof. Und dann habe ich irgendwann mal den zufällig im Bahnhof mal wieder getroffen. So, und der hat mich damals ein bisschen Kleingeld gefragt, meinte, Bro, hast du für mich ein bisschen Kleingeld? Ich muss jemanden anrufen. Ich habe mir dabei nichts gedacht. So, aber direkt nachdem ich ihm, also ich hatte zu dem Zeitpunkt nur 15 Cent, so. Und ich habe ihm die auch gegeben. Und wo der mir seine Hand ausgestreckt hat, konnte ich so unter, also die Fingerkuppeln konnte ich sehen, dass sie so ziemlich stark verdreckt waren. Und dann dachte ich so, so und klar, ich bin ja nicht hinterm Mond aufgewachsen. Und dann dachte ich so, Drogen, so. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil der war sportlich, der hat sich mal gesund ernährt. So. Und zu dem Zeitpunkt war ich 17, müsste das gewesen sein, 17 oder 18. Ja, und dann habe ich ihm die 15 Cent gegeben, dann sind wir auseinandergegangen. Und jetzt vor einer Woche habe ich den wieder gesehen, bei Pennymark. Ich musste aber zweimal schauen, ob er das ist. So, die Größe war immer noch gleich wie damals vor 6 oder 8 Jahren. Der hat sich so krass verändert. Der hatte so einen Bart bekommen. Dann trug er so eine Jeanshose, die war aber richtig zerfleddert. Mein Schuh war kaputt, also von einem Schuh an der Seite war kaputt mit Dreck übersehen. Seine Hände waren alles so richtig dunkel. Der hat bei Penny hinter einem anderen Kunden gewartet, weil er so eine Pfandflasche abgeben wollte. Und ich konnte in dem Augenblick, so wo er mich kurz angeschaut hat, hat er sofort weggeschaut und ich konnte in dem Augenblick seine Zähne sehen. Die waren alle so kaputt, so richtig so schwarz und so. Also der hatte so Zähne, der hatte so ähnlich wie Haifischzähne, also so Zacken, aber schwarz, da kaputt, hier überall kaputt. Ich habe mir dabei nichts gedacht, ich bin so weitergegangen und dann dachte ich, war das Person X? Kann nicht sein, so. Und jetzt kommt das Traurige dabei, so, und nachdem ich dann halt so meine Sachen geholt habe damals, so, ich bin ja jetzt gerade dabei, meine Ernährung umzustellen, habe ich den dann war der halt vor mir an der Kasse. Und der habe ich da kurz angeschaut, ich habe ihn kurz angeschaut und dann wusste ich, okay, das ist der Junge, das ist Person X, so, weil der hatte damals so richtig krasse blaue Augen, so, und die Größe, das hat alles gepasst. Ey Leute, mein Herz hat angefangen zu weinen. Mein Herz hat angefangen zu weinen. Ich dachte mir, ey, Alter, was ist aus dem passiert? Der ist leider Gottes so wie ich das dann im Nachhinein da mitbekommen habe, ist er richtig tief gefallen. Er hat der Cannabis genommen, Cannabis konsumiert. Mit der Zeit hat er immer härtere Mittel genommen. Ich glaube, danach kam Kokain und dann LSD bis hin zu Heroin.
mein Herz tut mir voll weh. Und ich bete zu Gott, dass er die Kurve kriegt, weil der Junge ist ein richtig guter Junge. Und das sah so traurig aus und der hat sich Kakao geholt. So, der hat Pfandflaschen abgegeben, hat sich Kakao geholt und ich dachte mir so, boah, kann doch nicht sein, so was Drogen aus Menschen machen können. Ich wünsche das keinem. Viele erzählen so, Gras ist harmlos gegenüber Alkohol und so. Ey Leute, lasst doch, habt die Finger weg von Alkohol, habt die Finger weg von Gras. Ihr braucht doch sowas nicht, um euch besser zu fühlen. So. Ihr braucht eure Familie und ihr müsst zu euch selber sagen, ey, ich liebe mich. So. Naja. Hört auf, einfach mit dieser Scheiße, mit dem Rauch und Alkohol, mit diesem richtigen blöden Fuck. Leute, in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt das schöne Wetter. Euer Heiko.